Heute zeige ich dir ein einfaches Contouring, wie du ein bisschen Frische zauberst mit nur einer Palette. Wie schnell und einfach das geht, da bleib dran, ich zeige dir das jetzt. In dieser Palette hast du nämlich alles, was du brauchst und sie ist perfekt für Anfänger, weil du einfach 4 Produkte hier in dieser einen Palette hast. Oder wenn du zum Beispiel auf Reisen gehst, die Urlaubssaison beginnt bald, da will man nicht viel mitnehmen, dann bist du damit bestens gerüstet. Ich starte hier jetzt direkt mit der Palette mit der zweiten Farbe, das ist nämlich dein Bronzer. Achtung, hochpigmentiert, du siehst, einmal reingetupft, hast du schon sehr viel Produkt drauf, deswegen ein bisschen abklopfen und dann hier ein leichtes Contouring setzen. Ich starte hier von oben nach unten, weil hier oben soll die meiste Farbe sein, nach unten soll es verlaufen und deswegen beginne ich hier von oben nach unten. So, hier hast du schon mal deinen Bronzer, Schritt Nummer 1. So, mit dem Bronzer konturieren wir auch hier ein bisschen am Haaransatz. Das ist übrigens die Farbe Pretty Neutral. Das heißt, ganz dezent, ganz natürlich und perfekt für Anfänger oder wenn man einfach nur ein bisschen von der Sonne geküsst sein möchte. Du siehst schon, leichtes Contouring, hier ein bisschen verblenden. Auch hier verblenden wir jetzt in Richtung Haaransatz und hier oben haben wir es ja schon. Weiter geht's jetzt mit dem Rouge. Beim Rouge geht's weiter, das ist hier die dritte der Paletten. Auch hier einfach auftragen und direkt über dem Bronzer und das siehst du wirkst direkt ein bisschen frischer und ein bisschen wacher. Die Haut strahlt einfach viel mehr. Einen Highlighter enthält diese Palette auch noch. Einfach hier mit einem Fächerpinsel rein. Nasenspitzchen. Bisschen was am Nasenrücken. Dann hier den Wangenknochen betonen. Du siehst direkt, die Haut strahlt hier gleich ein bisschen mehr. Dann kannst du den auch noch nutzen hier unter der Augenbraue, um hier einen leichten Lifting-Effekt zu erzielen. Und dein Lippenherz. Und tada! Und weil die Palette einfach ein Multitool ist, perfekt für Anfänger oder zum Beispiel auch für Reisen, hast du hier drin auch noch gleich Lippenpflege, ein Lipgloss. Ja, rauspatzen sollte man halt nicht, ne? Und schon sind auch die Lippen schön gepflegt. Und du siehst, du wirkst gleich ein bisschen frischer und alles nur mit einer Palette. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Die gibt es in verschiedenen Farbnuancen. Möchtest du mehr dazu sehen oder wissen, melde dich einfach oder kommentiere hier drunter. Und weil ich es fast vergessen hätte, diese wunderbare Palette, mit denen kannst du dir auch die Augen schminken. Das heißt, du kannst dir auch einen grenzgenialen Augenlook zaubern. Da kommt dann Teil 2. Bleib dran und folg mir einfach für mehr.